Ich zeige euch in diesem Video, wie man eine Wärmepumpe im Bestandsgebäude richtig ausrechnet. Also Auslegung und Dimensionierung und letzten Endes, wie man die richtige Wärmepumpe auswählt. Das war ein großer Wunsch von vielen Zuschauern, die gesagt haben, Mensch, wie können wir denn unseren eigenen Handwerker mal kontrollieren, ob der das auch richtig gemacht hat? Und viele Kollegen draußen wünschen sich auch so einen Leitfaden, wie man den jetzt Schritt für Schritt vorgeht. Und den habe ich hier jetzt mir mal aufgeschrieben, wie ich das mache. Und das sind insgesamt 10 Punkte. Und die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Fangen wir erstmal an mit meinem Punkt Nummer 1 und das ist die sogenannte Heizlastberechnung für das Gebäude. Und dafür gibt es eine DIN-Norm, die beschreibt, wie das geht. Ich habe sie mir hier ausgedruckt und abgeheftet. Das ist die DIN TS 12831. Auf dieser Grundlage solltet ihr eine Heizlastberechnung für euer Gebäude machen oder halt machen lassen. Das kann der Energieberater machen, das kann der Heizungsinstallateur machen. In dieser DIN-Norm ist auch ein Verfahren beschrieben, ein vereinfachtes Verfahren, was man für Bestandsgebäude anwenden kann. Ja, wo man nicht jede einzelne Wand genau kennt, da sind einige Vereinfachungen drin und die sind für eine Wärmepumpenauslegung auch zulässig. Auf jeden Fall ist in dieser Heizlastberechnung gibt es dann Unterschiede. Einmal eine raumweise Heizlastberechnung, also wo jeder einzelne Raum betrachtet wird und seine eigene Heizlast bekommt, und die Gebäudeheizlast. Und beides muss aus dieser Berechnung hervorgehen. Ja, und wie mache ich das jetzt genau? Dafür haben wir ja sogar ein eigenes Tool, nämlich heizreport.de. Da ist im Prinzip jeder in der Lage, relativ schnell und einfach eine Heizlastberechnung komplett zu erstellen. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut es euch doch mal hier kurz an und unten in der Videobeschreibung habe ich auch einen Link dafür beigepackt. Übrigens, wir haben das Online-Tool heizreport.de entwickelt, um diese komplexen Berechnungen so einfach wie möglich zu machen. Damit lässt sich ein schneller und kostenloser Wärmepumpencheck erstellen oder ein ausführlicher Heizreport komplett berechnen. Der Link zu Heizreport ist unten in der Videobeschreibung. Ja, bei diesem Heizreport bekommt ihr also eine komplette Heizlast und eigentlich sogar noch mehr, aber das zeige ich euch gleich. Aber wichtig, wir sind ja erstmal bei der Heizlast. Die wird damit schon gerechnet und hier könnt ihr mal reinschauen, wie sowas aussieht. Ich habe sie mal hier aufgemacht. Das ist jetzt also eine Heizlastberechnung für einen Raum, nämlich hier für die Küche. Das könnt ihr hier, steht ja die Küche. Und da geht es ja schon um Dinge, welche Außentemperatur haben wir, welche Wunschinnentemperatur. Daraus bildet sich ja eine Differenztemperatur im sogenannten Auslegungspunkt. Also 30,1 Grad ist das hier bei uns in Langenberg. Und da wird alles berücksichtigt, also Wandflächen, Fußbodenflächen, Decken. Das ist hier in der Liste drin, also hier FB steht für Fußboden, AF ist ein Außenfenster, AW ist eine Außenwand. Und alles ist entsprechend mit den Flächen hier hinterlegt und mit den entsprechenden U-Werten, wie man das hier sieht. Und daraus errechnet sich nachher hier unten eine Heizlast für diesen Raum. Also die Küche braucht 910 Watt im Auslegungspunkt an Leistung. So. Das muss tatsächlich für jeden einzelnen Raum gemacht werden. Hier ist das auch fürs Esszimmer gemacht, fürs Wohnzimmer, Kaminzimmer. Jeder einzelne Raum bekommt so eine Berechnung. Wie eben schon gesehen, bei heizreport.de geht das ganz einfach per App. Aber da könnt ihr ja später noch reinschauen, wenn ihr hier fertig seid mit dem Video. So, gehen wir hier mal weiter. Das sind jetzt alle Räume. Ich scroll mal hier fix weiter. Genau, am Ende von diesen ganzen Räumen, das war unsere raumweise Heizlast, jetzt brauchten wir auch noch unsere Gebäudeheizlast, die ist hier hinten auch noch mit angehängt. Da wird also nochmal gerechnet, was haben wir an Transmissionsverluste nach extern und die Lüftungsverluste zählen auch noch. Das wird zusammengerechnet und wir kommen zu einer Norm Gebäudeheizlast, in diesem Fall von 9,5 kW, die wir da benötigen. Und das ist jetzt unsere Heizlast, nach der wir auch eine Wärmepumpe auslegen können. Da gibt es aber noch ein paar mehr Schritte zu beachten. So, also auf jeden Fall, das ist der allererste Schritt, den ich mache. Raumweise Heizlast, Gebäudeheizlast. Den Schritt können wir dann also schon mal abhaken und wir kommen zum Schritt Nummer 2. So, im zweiten Schritt prüfe ich alle Heizflächen. Also, wenn wir Fußbodenheizung haben, und wenn wir Heizkörper haben, reichen die Heizkörper eigentlich aus? Wie viel Leistung hat eigentlich der Heizkörper? Können wir die Leistung bei einer entsprechenden Vorlauftemperatur überhaupt erbringen? Und auch das wird in unserem Report hier natürlich gemacht. Da haben wir hier einmal das Beispiel Auflistung der Heizkörper. Wir waren ja eben hier in der Küche, da schauen wir mal nach.
okay, da ist eh eine Fußbodenheizung, die ist grundsätzlich sowieso geeignet, da brauchen wir nichts machen, weil Fußbodenheizungen haben ja grundsätzlich eine sehr niedrige Vorlauftemperatur und damit können wir für eine Wärmepumpe grundsätzlich schon arbeiten. So, was ist aber jetzt mit Heizkörpern? Es gibt ja auch hier Räume mit Heizkörpern. Nehmen wir mal einfach an, hier oben gibt es ein Bastelzimmer in dem Haus. Die haben einen Heizkörper, Kompaktheizkörper Typ 22, 500 x 1400 groß. Und der hat eine Normheizlast von 2038 Watt. Normleistung heißt mit 75 Grad Vorlauf. Aber wir wollen ja jetzt die Vorlauftemperatur reduzieren und wenn wir das tun, hat der Heizkörper weniger Leistung. Und in diesem Fall sehen wir, hier kann ich mal eben markieren, 55 Grad Vorlauf, wenn wir das haben wollen, fehlen uns 309 Watt Normleistung. Bedeutet, wir müssen also den Heizkörper vergrößern und das ist das, was ich halt im zweiten Schritt tue. Ich prüfe die Heizflächen, was kriegen wir da überhaupt raus und was müssen wir da vergrößern. Genau. Dann kommen wir auch schon in den dritten Schritt, das ist nämlich die Optimierung der Heizfläche. Ich schaue also, bei welcher Temperatur müssen wir jetzt welchen Heizkörper austauschen, um diese Vorlauftemperatur zu erreichen. Auch das wird natürlich mit Heizreport hier schon gemacht. Da werden schon Empfehlungen gemacht für den Austausch. Hier, wenn wir 55 Grad Vorlauftemperatur haben wollen, dann muss der Heizkörper im Bastelzimmer nämlich diese Größe haben. Der hat dann nämlich diese Normleistung und die reicht aus, um den Raum dann mit 55 Grad Vorlauf entsprechend zu versorgen. Das ist also der nächste Schritt. Ich optimiere das. Wir können sogar noch andere Vorlauftemperaturen, wenn wir auf 50 Grad gehen, dann müssten jetzt hier noch ein paar mehr Heizkörper getauscht werden und die werden entsprechend auch noch größer. Das muss man dann Schritt für Schritt schauen. Wie ist das überhaupt sinnvoll? Welche Vorlauftemperaturen machen wir da? Okay, so schauen wir mal rein, was ich mir aufgeschrieben habe. Das war der dritte Schritt, also Optimierung der Heizflächen. Im vierten Schritt komme ich also zur Festlegung der Vorlauftemperatur. Nachdem ich jetzt also alle meine Heizkörper ja geschaut habe, was macht wie Sinn, komme ich vielleicht jetzt auf eine Temperatur von 55 Grad, weil da müssen wir halt drei Heizkörper tauschen oder vergrößern. Das ist noch in einem vernünftigen Rahmen. Also habe ich mich jetzt mal beispielsweise hier für ein Projekt für 55 Grad entschieden oder noch niedriger. Das wird jetzt auf jeden Fall festgelegt und danach fange ich an mit der Dimensionierung der Wärmepumpe. Das ist nämlich der Schritt Nummer 5. Also, Dimensionierung der Wärmepumpe. Ich kann jetzt nicht einfach hergehen und hier die Heizlast aus dem Gebäude, die wir eben mal hatten, ich scroll da mal fix hin, da hatten wir ja die 9,5 kW. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, oh, Katalog, 9,5 kW hat die Wärmepumpe. Gerade bei einer Luftwärmepumpe hängt das ja auch immer von der Quellentemperatur ab, welche Leistung sie hat, zu welchem COP und bis welcher Grenze kann sie überhaupt wirtschaftlich betrieben werden. Und da die Wärmequelle Luft jetzt zum Beispiel bei einer Luftwärmepumpe ja ständig andere Bedingungen hat, müssen wir da natürlich differenzieren. Und wir müssen gewisse Zuschläge sogar noch rechnen. Aber jetzt mal Schritt für Schritt. Dimensionierung der Wärmepumpe. Wie gehe ich vor? Erst einmal müssen wir einen gewissen Trinkwasserzuschlag rechnen. Weil wenn wir jetzt nur die Gebäudeheizlast nehmen, fehlt uns noch ein gewisser Wert für die Trinkwasserbereitung, weil so eine Wärmepumpe braucht auch noch mal ein bisschen länger, um das Warmwasser überhaupt bereitzustellen. Wir fahren mit niedrigeren Vorlauftemperaturen und dafür rechnet man gewisse Zuschläge für die Trinkwasserbereitung. Umso mehr Personen natürlich im Haus mit Trinkwasser versorgt werden müssen, also Trinkwarmwasser, umso höher wird dieser Zuschlag. Außerdem müssen wir berücksichtigen Sperrzeiten. Auch wenn ihr jetzt einen Haushaltsstrom habt, der mit eurer PV-Anlage versorgt wird und ihr aktuell gar keine Sperrzeiten habt, könnt ihr auch mit null Sperrzeit rechnen. Aber ihr müsst euch bewusst sein, die Energieversorger behalten sich vertraglich das Recht vor, Energieverbraucher wie eine Wärmepumpe bis zu 6 Stunden, also nicht vertraglich, sondern es ist gesetzlich, ist diese Möglichkeit eingeräumt, bis zu 6 Stunden am Tag solche Verbraucher wegzuschalten. Potenziell wird das auch in Zukunft mal kommen, dass über gewisse Schnittstellen, die es aktuell noch nicht gibt, also auf Wärmepumpenseite schon, aber auf Netzbetreiberseite noch nicht, über diese Schnittstellen Wärmepumpen wegzuschalten. Und zwar bis zu 6 Stunden eben im Rahmen des gesetzlich Möglichen. So, jetzt können wir also mit 0 Stunden natürlich rechnen oder wir rechnen vorsichtig und kalkulieren Sperrzeiten mit ein. Wenn natürlich 6 Stunden Sperrzeit am Tag ist, steht uns die Wärmepumpe nur noch für 18 Stunden an dem Tag zur Verfügung. Sie muss also in 18 Stunden das leisten, was sie sonst in 24 Stunden geleistet hätte. Bedeutet, die Wärmepumpe wird größer und das sehen wir aber auch gleich, wenn ich euch das mal zeige, wie das dann berücksichtigt wird. Außerdem,
wenn wir jetzt bivalent fahren wollen, müssen wir einen gewissen Bivalenzpunkt definieren, zum Beispiel minus 5 Grad. Er sollte halt nicht irgendwo bei plus 5 Grad sein, weil ab dann fängt ja unser bivalentes Heizsystem an zu arbeiten, also unser zweiter Wärmeerzeuger. In den meisten Fällen ist das ja dann der Elektroheizstab. Und wenn der schon bei 5 Grad Außentemperatur anfängt zuzuschalten, dann wird das eine ziemlich teure Sache. Wir sollten also einen vernünftigen Bivalenzpunkt wählen. So, jetzt gehe ich mal und zeige euch, wie das aussieht. Das ist nämlich auch hier im Heizreport mit drin. Wir haben jetzt hier auch die Auslegung einer Wärmepumpe mit drin. So wie ich euch das gesagt habe, wird halt für die Anzahl der Personen ein Tagesbedarf an Warmwasser gerechnet. Dieser Wert wird energetisch nochmal verdoppelt für Speicherverluste, Zirkulationsverluste etc. Wir brauchen also eine Energiemenge von 5,8 Kilowattstunden pro Tag, die noch obendrauf kommt. Das wird dann noch gerechnet. Dann wollen wir bivalent parallel fahren und ab dem Bivalenzpunkt von minus 5 Grad schaltet also ein E-Heizstab dazu, der unterstützt. Und hier sind jetzt zum Beispiel Sperrzeiten von 6 Stunden pro Tag einkalkuliert und eine Heizgrenztemperatur von 15 Grad Celsius. Die Heizgrenztemperatur sagt einfach, bei Außentemperaturen über 15 Grad heizen wir nicht mehr. Und im Bestandsgebäude ist das ein normaler Wert, den man da ansetzen kann. So. Und wenn ich das alles durchrechne mit Sperrzeiten und alles mit einkalkuliere, komme ich also auf 10,47 kW, die unsere Wärmepumpe im Bivalenzpunkt leisten müsste bei diesen Auslegungsbedingungen. Und das weicht natürlich von unseren 9,5 kW ab. Was ist die Differenz? Ja, ein guter 1 kW Leistung. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet einfach eine Wärmepumpe genommen mit 9,5 kW. Ja, dann fehlt euch ein kW, dann wäre die Anlage zu klein ausgelegt gewesen und ihr würdet mit teurem Strom über den Heizstab nachheizen. Und das ist eines der allerhäufigsten Fehler, die passieren bei der Installation oder beim Verkauf oder Einbau einer Wärmepumpe, dass diese grundlegenden Planungsschritte gar nicht beachtet werden. Ja, 10,5 kW Leistung muss also die Wärmepumpe haben. Das ist jetzt hier berechnet. Ich kann euch das mal zeigen. Hier so sieht man auch mal in so einer Tabelle, wenn ich andere Punkte habe. Zum Beispiel hier eine Sperrzeit von 3 Stunden, auch die Heizgrenztemperatur von 15 und hier der Bivalenzpunkt minus 5. So, dann brauchen wir 9,43. Dann sieht es schon mal wieder ein bisschen anders aus. Dann kommen wir wieder mit unseren 9,5 kW vom Gebäude sogar hin. Hier unten sieht man auch, wenn wir monovalent fahren, also unsere Wärmepumpe soll bis zum Auslegungspunkt komplett alleine fahren, wie groß die dann werden muss und dann auch noch 6 Stunden Sperrzeit, dann bräuchten wir zum Beispiel 13,06 kW Wärmepumpenleistung. So, wie schaue ich denn jetzt bei der Wärmepumpe rein? Ich gucke mal eben nochmal hier in meinen Plan. Genau. Jetzt kommen wir eigentlich in die Auswahl der Wärmepumpe. Das ist jetzt mein 6. Schritt. Ich kenne jetzt also die Leistung, die meine Wärmepumpe haben muss. Und jetzt wähle ich also eine Wärmepumpe aus. Und dafür gehe ich in die Unterlagen der Hersteller. Und da finde ich ja so gewisse Leistungsdiagramme, wie zum Beispiel hier. Das ist jetzt von einer Wärmepumpe von Weiland, von der VWL 105-6. Irgendwas jetzt ein Leistungsdiagramm und da steht drin, bei welchen Vorlauftemperaturen und welchen Außentemperaturen ich noch welche Leistung aus der Wärmepumpe bekomme. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir haben einen Bivalenzpunkt von minus 5 gewählt. Das wäre hier. Wenn ich jetzt hier die Linie hochgehe und dann haben wir ja hier die 55 Grad und dann merke ich, dass die schon sehr gut passt. Das ist also, glaube ich, die Arotherm Plus, die ich jetzt hier als Beispiel habe. Die hat jetzt 10,5 kW Leistung in diesem Bivalenzpunkt, liefert uns also bei minus 5 Grad und 55 Grad Vorlauftemperatur eine Leistung von 10,5 kW. Und das war ja genau das, was wir brauchten. Das haben wir ja hier eben in unserer Auslegung hier für diese Variante gerechnet. Wenn wir jetzt andere Bedingungen haben, also wir würden unseren Bivalenzpunkt vielleicht sogar verändern, die Wärmepumpe soll noch später erst kommen, zum Beispiel bei minus 8 soll erst der Bivalenzpunkt sein, bräuchte ich schon eine etwas größere von 10,8 kW Leistung. Da können wir ja gerade mal gucken, ob das diese hier kann. Bei minus 8 hat diese Wärmepumpe
eine Leistung von unter 10 kW. Das würde also nicht mehr reichen. So, und so geht man her. Es gibt auch Tools von den Herstellern, mit denen ich das dann automatisch rechnen kann. Da kann ich dann die Vorgabewerte eingeben, Bivalenzpunkt, welchen hätte ich denn gerne, welche Vorlauftemperatur habe ich und welche Leistung braucht mein Gebäude in dem Moment. Und dann spuckt mir ja das Tool der Hersteller schon automatisch, dann brauche ich nicht alle Diagramme durchgucken. Aber so kann ich das auch händisch kontrollieren und prüfen. Also wenn ihr jetzt natürlich so eine Wärmepumpe braucht, gerade den Zugriff zu den Herstellertools, die haben natürlich diesen Zugriff, haben die Handwerker. Das heißt, da empfehle ich euch auf jeden Fall, einen Fachhandwerker der Innung zu kontaktieren auf shk-info.de. Da steht für euch auch eine Suche bereit, gebt da die Postleitzahl ein und ihr findet dann einen Handwerker bei euch in der Nähe. So, jetzt, das war jetzt erst Schritt Nummer 6. Es geht also noch weiter bei der Planung einer Wärmepumpe. Wir haben jetzt nur die Auswahl getroffen. Als siebten Schritt habe ich hier stehen die Planung des Pufferspeichers. Wir haben ja mit 6 Stunden Sperrzeit gerechnet. Um diese 6 Stunden jetzt auch überbrücken zu können, brauchen wir einen Pufferspeicher. Da gibt es eigentlich eine sehr schöne Faustformel für. Man rechnet 30 bis 40 Liter je kW und Stunde. Also können wir ja mal kurz gucken. Nehmen wir einfach mal diese 30 Liter. Tippe ich mal eben ein, mal welche Leistung hatten wir, 10,5 mal die Stunden, es sind 6 Stunden, brauchen wir also schon 1800 Liter Puffervolumen, das ist schon ordentlich. Mit diesen 1800 Liter können wir jetzt also rechnen. Ein Pufferspeicher, grundsätzlich muss man sagen, natürlich ist das eine Art Effizienzkiller ein bisschen, weil wir natürlich Speicherverluste haben, das verringert uns ein bisschen die Jahresarbeitszahl. Wir kommen aber auch nicht ohne aus. Wir müssen verschiedene Dinge mit dem Pufferspeicher machen. Erstmal Sperrzeiten überbrücken. Wir müssen schauen, dass die Anlage nicht taktet. Das heißt, wir haben ja den Auslegungspunkt definiert, aber bei höheren Außentemperaturen hat unsere Wärmepumpe auch eine höhere Leistung. Und damit sie dann nicht anfängt zu takten, brauchen wir halt einen Pufferspeicher. Wir entkoppeln auch das gesamte Heizsystem hydraulisch, also die Volumenströme. Also so ein Pufferspeicher hat einfach mehrere wichtige Aufgaben. Und dann kommen wir auch schon in den 8. Planungsschritt. Und da geht es um die Auslegung des Trinkwasserspeichers. Aber bevor ich das mit euch mache, weil ich werde so oft gefragt, was ich hier für ein Tablet benutze. Das habe ich ja in vielen Videos schon und da wird in den Kommentaren viel geschrieben. Ich habe euch unten in die Videobeschreibung mal einen Link zu meinem Tablet gepackt. Das ist auf jeden Fall ein Samsung. Also wer ein gutes Tablet sucht, was nicht von Apple kommt, dann kann ich das nur empfehlen. Ich habe es jetzt schon seit 2 Jahren im Einsatz und es ist immer noch sehr gut. Genau, also Auslegung vom Trinkwasserspeicher jetzt im Punkt 8. Ja, wir hatten ja eben schon mal gesagt, 25 Liter pro Person Tagesbedarf und das verdoppeln wir diesen Wert, um ja auch Speicherverluste und Zirkulationsverluste auszugleichen. Wir rechnen also 50 Liter pro Person bei 60 Grad Zapftemperatur. Wenn wir jetzt im Einfamilienhaus sagen, wir reduzieren die Speichertemperatur auf zum Beispiel nur 55 Grad oder sogar noch weniger, dann müssen wir dafür auch nochmal Zuschläge rechnen. Also da gibt es auch ein Berechnungsverfahren, wie man das dann rechnet. Der Speicher vergrößert sich dann und danach wird dann ein größerer Speicher ausgelegt. Das muss man dann auch machen. Wäre also der Planungsschritt Nummer 8, dann den entsprechenden Trinkwasserspeicher auszuwählen. Und da muss man darauf achten, dass man einen speziellen Wärmepumpenspeicher nimmt. Der hat nämlich innen drin eine größere Wärmeübertragerfläche, weil wir ja bei Wärmepumpen keine Temperaturüberhöhung wirklich machen. Wir fahren ja, wenn wir 55-gradiges Wasser haben wollen, fährt unsere Wärmepumpe ja auch nur mit 56 Grad in den Speicher und braucht dementsprechend eine möglichst große Wärmeübertragerfläche. Und da muss man halt spezielle Wärmepumpen beim Wasserspeicher nehmen. Oder man kann natürlich auch gleich ein ganz anderes Speicherkonzept nehmen, da wir ja sowieso schon einen sehr großen Pufferspeicher hatten, ob wir nicht gleich auch mit einer Frischwasserstation arbeiten und das dann nutzen. Auch da gibt es dann Berechnungsverfahren, wie groß muss eigentlich dieses Puffervolumen sein. Das macht aber letzten Endes dann der Fachhandwerker. Okay, dann komme ich zum Schritt Nummer 9. Wir haben es fast geschafft, das waren ja nur 10 Schritte. Und zwar ein Hydraulikkonzept zu erstellen und den hydraulischen Abgleich zu rechnen. Also Hydraulikkonzept heißt, wie mache ich meine Wärmeverteilung, wie binde ich den Pufferspeicher ein, als Parallelspeicher, als Reihenspeicher, brauche ich noch andere hydraulische Komponenten. Das wird im Prinzip dann geplant. Bei den Hydraulikkonzepten gibt es aber von den Wärmepumpenherstellern oft schon einiges an Auswahl an Hydraulikplänen und Verschaltungsplänen, wie man das machen kann. Ja, der hydraulische Abgleich muss natürlich gerechnet werden, die Ventile müssen getauscht werden, er muss eingestellt werden.
So, und jetzt kommen wir zum letzten und zehnten Schritt und das ist dann die Planung der Wärmequelle. Also zum Beispiel bei der Luftwärmepumpe müssen wir dann die Außeneinheit planen. Wo stellen wir die auf? Welche Wege brauchen wir, um Rohrleitungen zu legen? Welche Aufstellbedingungen haben wir zu erfüllen? Abstandsgrenzen zum Grund, also Abstände zur Grundstücksgrenze müssen gewahrt werden. Wir müssen Schallemissionen beachten. Die TA-Lärm ist da wichtig, dass wir die Grenzen dort einhalten, auch im Nachtbetrieb. Genau, das waren so die wesentlichen Sachen. Bei Monoblock-Wärmepumpen, die mit Propan arbeiten, müssen wir auch noch Kellerschächte oder sowas im Umkreis von einem Meter zum Beispiel vermeiden. Das wäre nicht zulässig. Ja, das wäre dann so die Planung der Wärmequelle. Wenn ich dann jetzt diese ganzen Planungsschritte durchlaufen habe, kann ich ganz am Ende noch die Jahresarbeitszahl errechnen. Dafür habe ich euch schon mal den Jahresarbeitszahlrechner vom Bundesverband Wärmepumpe schon öfters vorgestellt. Ich habe den auch noch mal unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da gibt man also diese ganzen Grundparameter ein, die man jetzt bei der Dimensionierung hier ermittelt hat. Und daraus bekommt man dann eine Jahresarbeitszahl und kann dann sehen, ist die Anlage überhaupt so effizient, ja, dass es auch wirtschaftlich betrieben werden kann. Und was man noch machen kann, man müsste noch prüfen, ob man in dem gewählten Bivalenzpunkt auch den Heizstabeinsatz auf höchstens 5% begrenzt hat. Aber bei minus 5 Grad ist das auf jeden Fall der Fall. Da hat man irgendwie so 2-3% Heizstabeinsatz, also Energieeinsatz durch den Heizstab. Da gibt es halt auch diese Grenze, die definiert ist, die nicht überschritten werden kann. Das ist dann halt auch noch einmal zu prüfen. Okay, ja, das waren so meine 10 Schritte, die ich durchlaufe, wenn ich ein Gebäude bewerte und dafür eine Wärmepumpe auswähle und die gesamte Anlage bewerte oder dimensioniere und auslege. Ich habe euch das unten in die Videobeschreibung auch mal verlinkt. Ich habe daraus nämlich eine Checkliste gemacht, die man schön abhaken kann als PDF-Dokument, dass man auch alle Planungsschritte durchlaufen hat. Sollte ich jetzt irgendeinen Planungsschritt vergessen haben, also mein Wissen kommt ja auch nicht von irgendwo her. Ich habe zum Beispiel ja Bücher gelesen, wie zum Beispiel den Leitfaden für Wärmepumpenanlagen. Den kann ich euch hier auch nochmal empfehlen. In so ein paar Videos habe ich euch den schon mal genannt. Hier steht nämlich auch drin, wie ich Wärmepumpen zu planen habe. Und sogar auch, wenn ich eine Photovoltaikanlage noch da drauf packen möchte und mit Batteriespeicher. Auch das wird hier alles mit erklärt. Einen Link zu dem Video habe ich euch auch unten in die Videobeschreibung gepackt. Ansonsten, die VDI 4645 ist eine VDI-Richtlinie, die sich genau mit der Planung von Wärmepumpenanlagen befasst. Da steht jede Menge Wissen drin, die habe ich mir halt auch zu Gemüte geführt, beziehungsweise ich habe dafür auch eine Zertifizierung mitgemacht und entsprechende Schulung. Genau, da kommt halt so mein Wissen her und ich habe mir halt einfach dieses Konzept geschrieben. Wenn ihr jetzt noch irgendwie Punkte habt, was man noch dringend bei so einer Planung und Auslegung einer Wärmepumpe beachten sollte, schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Vielleicht ist meine Liste noch gar nicht ganz vollständig. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir das dann schreibt und ich werde dann diese Liste auch ergänzen, damit andere dann halt auch schön so eine Checkliste haben. Ja, hinterlasst mir gerne noch ein Like und danke fürs Zuschauen, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt. Es war jetzt mal ein bisschen theoretischer, aber da könnt ihr mal sehen, wie viel Arbeit da drin steckt, so eine Wärmepumpe für ein Gebäude auszuwählen. Und dann darf sich bitte keiner beschweren, wenn die Handwerker dafür auch schon Geld in Rechnung stellen müssen, weil da steckt echt ein ganzer Haufen an Arbeit mit da drin. So, das war es jetzt aber auch. Bis dann und Dankeschön. Ciao.